Spezialeinheit, die Taskforce Infektiologie. Und diese Spezialeinheit heißt, es ist das Auftauchen des Coronavirus in ständiger Bereitschaft. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und Andreas Zapf von seiner Taskforce Infektiologie über den ersten bestätigten Corona-Fall in Bayern informiert. Laut Zapf ist der Mann 33 Jahre alt und sind hier Verhältnisse denkbar, wie es in China gibt? Abgeriegelte Städte unter Quarantäne? Nein. Die Mitarbeiterin, die den 33-Jährigen angesteckt hat. Die Schulungsleiterin war eine Chinesin. Diese Firma unterhält. Weiträumig hat die Bevölkerung zur Gelassenheit aufgerufen. Spahn sagte in Berlin, der Fall in Bayern zeige, dass Deutschland gut auf das Virus vorbereitet sei. Thank you.
In Hessen, die man einst für unmöglich hielt. Und es gab noch einen zusätzlichen Aspekt. CDU und Grüne wollten regieren. Die CDU, um als stärkste Partei nach der Landtagswahl am Ruder zu bleiben, und auch die Grünen, betonte damals Parteichef Kai Klose, wollten endlich wieder mitregieren. Wir wollten das, was wir uns auch konzeptionell lange überlegt hatten, was wir entwickelt hatten, auch wirklich in Handeln umsetzen. Wir wollten Hessen verändern. Den Willen gemeinsam.